Ach du Scheiße, ist der voll oder was? Ja, bleiben Sie mal stehen. Hallo? Alter. Ach du Scheiße. Aber was haben Sie zu sich genommen, der? Ich darf mich mal vorstellen, mein Name ist Simon Detlef, ich bin vom LSPD, ich zeige Ihnen mal meinen Dienstausweis. Dürfte ich mal Ihren Ausweis sehen? Ja, natürlich. Bald mal hätten Sie sowas dagegen gegen einen Alkoholtest. Also ich komme eh nicht drauf, rum, da die relativ betrunken aussehen, ne? Könnte vielleicht sein. Ah gut, dann habe ich hier mal ein Grundstück für Sie. Nehmen Sie das mal. Und dann pusten Sie mal so lange rein, bis ich sage, stopp. Weiter, weiter, weiter. Ich fahre. Stopp. So. Ach du Scheiße, 3,8 Promille. 3,8? Herzlichen Glückwunsch. Also ich würde mal sagen, das ist eine Hausnummer. Also wenn Ihnen schlecht ist, sagen Sie es mir bitte vor, nicht, dass Sie mir auf die Schuhe kotzen oder so. Ich bin jetzt extra da rausgefahren, damit ich mal frische Luft holen kann. Ja, Sie sind mit Absicht rausgefahren und fahren hier unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrzeug, oder wie soll ich das verstehen? Ja. Sie wissen, dass das eine Straftat ist, oder? Was? So eine Schnapsidee. Ja, das war wohl wirklich eine Schnapsidee, das kann ich Ihnen laut sagen. Oh Gott, was haben Sie denn getrunken? Da stinkt der wie Hölle. Haben Sie vielleicht für mich mal Ihren Führerschein, den ich mir mal angucken kann? Jawohl. Was macht denn der Typ da immer? Ich zieh mir eine Waffe. Nee, ich hab eine Kamera. Der Herr filmt das ein bisschen mit. Der möchte das gerne festhalten mit seiner kleinen Kamera, die er dabei hat. Und, aber wie gesagt, wenn Sie möchten, wird das Gesicht von Ihnen zensiert und der Name natürlich. Ne? Ja, das Gesicht verzerre ich, ja. Gut, haben Sie ein bisschen Bargeld einstecken, dass Sie sich ein Taxi rufen können? Wird das Auto jetzt abgeschleppt oder kann das mein Kumpel dabei fahren? Wenn Ihr Kumpel sein eigenes Fahrzeug irgendwo abstellt, kann er dieses Fahrzeug von Ihnen natürlich bewegen. Das wäre kein Problem. Das Fahren unter Alkoholeinfluss führt zu sich, dass Sie im Endeffekt den Führerschein entzogen bekommen. Oh, fuck. Des Weiteren ist da auch eine Gefängnisstrafe drauf, da das mittlerweile bei uns im Staat verschärft worden ist. Ich müsste einmal wahnsinnig dringend auf Toilette. Ist das okay, wenn ich hier kurz... Nimmst du dir direkt... Okay, dann mach ich. Okay. Verzeihung, ich bin fertig. Jesus, das habe ich am Fluss gelassen. Ja, ich habe ein bisschen Blasenprobleme gerade. Ja, jetzt haben sie so lange gepinkelt, dass ich jetzt auch muss. Ich brauche jetzt auch... Alles klar. okay. Ich glaube, davon hatte uns Herr Detlef schon erzählt. Detective, richtig? Detective, genau. Das hört sich auch sehr interessant an. Erkennbar an den Knopf, den ich im Ohr habe. Dürfen Sie einmal hinten rechts Platz nehmen, der Herr. Dann fahren wir einmal zum SG und bringen Sie dort. Der Kollege kümmert sich um das Abschleppen des Fahrzeugs. Wo kann ich das dann später mal abholen? Das können Sie auf der Verwahrstelle dann abholen. Okay. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was ich sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Des Weiteren haben Sie das Recht auf einen Anwalt. Falls Sie sich einen Anwalt nicht leisten können, beziehungsweise keine Telefonnummer vorweisen können, wo wir einen Anwalt erreichen können, dann kriegen Sie auch keinen Anwalt gestellt. Des Weiteren haben Sie das Recht zu erfahren, welche Straftaten gegen Sie vorliegen, welche vor Ihnen vorgeworfen werden. Haben Sie Ihr Recht verstanden, Herr? Herr Detlef, das war ja Double Time hier gerade. Ja, das war. Dann auf jeden Fall einen guten Abend noch für Sie. Ja, ebenfalls. Und viel Erfolg beim Beschaffen des Wagens. Ja, ich hoffe, man sieht sich wieder. Garantiert. Im besseren Zustand. Ja, machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Ja, gleichfalls. Ciao. Gut, kommen Sie mal gut. Wie fühlt sich da vorne an zu sitzen? Ja, ist schon cool. Kann ich mich dran gewöhnen, Alter. Ja. Geht es uns gut? Ja, mir geht's gut hier hinten. Bist du noch überzeugt von dem Beruf? Ist natürlich auch viel Theorie immer dabei, glaube ich. Also da ich am meisten Sorgen mache ich mir eigentlich um die Ortskundigkeit, dass man hier echt wirklich alles wissen kann. Alles, jede Ecke kennen. Ja. Aber hast du das eben mitbekommen, dass das Gespräch zwischen Herrn Payne und Herrn Detlef, dass er irgendwie einen Krankheitsfall hatte oder dass er selber eine Krankheit hatte und wohl irgendwie zusammengebrochen ist? Was sagt der Arzt? Der Arzt hat gesagt, ich soll halt in 4 Wochen nochmal vorbeikommen. Bitte? Also wie gesagt, ich hatte jetzt am 21. war das die Untersuchung gehabt. Ich bin damals mit voller Sirene durch die Stadt geheizt, nur um zu dir zu kommen. Herr Detlef jetzt selber? Ja, Herr Detlef scheint vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen mal wohl irgendwie gesundheitliche Probleme gehabt zu haben. So klang es zumindest. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur wieder eine blöde Lei war. Ja, eingestiegen ist, schlafen, das hat sich sehr gesund angehört. Vielleicht geht's ihm echt nicht so gut. Ja. Was meinst du, wie viel Abschaum hier ist?
der bleibt total locker, ne? Total entspannt, zu allen mega freundlich, wird nicht, flippt nicht aus, wird nicht ausfallend. Also so eine Geduld, wirklich Respekt. Ich glaube, so geduldig wäre ich nicht. Nee, vor allem, den Leuten. Vor allem der Typ, den wir als erstes heute hatten, der war ja am Anfang so dermaßen aggressiv und ich glaube, das war diese ruhige, besondere Art von Herrn Detlef, dass der einfach so runtergekommen ist. Man darf den Leuten einfach nicht zeigen, dass man Feind ist. Langer Lümmel 334 an Peppi Pepperoni. Ich habe hier einen 911er. Magst du mal bitte vorbeikommen? 911er hier, Süd-Südwesten auf dem Highway unterwegs, Richtung Süd-Südwesten, Tankstelle. Ja, hier nochmal Langer Lümmel 334 an Peppi Pepperoni 911. Ich bin hier gerade im Staatsgefängnis in Sandy Shores und warten Sie mal kurz. Es gibt eine kleine Entwicklung. Ah, der Herr hat noch ein paar Fragen gehabt, da hat es ein bisschen länger gedauert. Kein Problem. Hat sich für den Polizeidienst interessiert, hat gesagt, wenn er erstmal nüchtern ist, können wir drüber reden. Ja gut, aber Führerschein ist jetzt erstmal weg, ne? Herr Detlef, nichts läge mir ferner eigentlich, als den Sitz zu wechseln, aber ich glaube, aus rechtlichen Gründen müsste ich mich kurz mal wieder nach hinten setzen. So, viel Spaß, was ihr vorne auch macht. Ja, sie dürften eigentlich auch vorne sitzen. Achso, ihr dann auf jeden Fall, wenn ich die Wahl habe. Na klar. Ja, ein bisschen eifersüchtig. Ja, wir wechseln mal gleich. Ich könnte ja dann weiß später was durchwechseln. Genau. Und wenn es Streiterei gibt, dann machen wir so, dass bei euch auch wieder aus. Nein. Sehen Sie. Also, wie gesagt, ich kann mal mit Ihnen so ein paar Funkcodes durchgehen. Und zwar Funkcodes, Code 1 zum Beispiel. Code 1 bedeutet einfach normale Einsatzfahrt. Das werde ich jetzt gucken. Das heißt, ich wechsle den Funkkanal auf 1002. Dann sage ich ganz wunderschön, Highway 2, Code 1, Ende. Dann wechsle ich wieder auf den normalen Funk, um natürlich mitzubekommen, wenn da irgendwas ist, wenn Kollegen zum Beispiel Unterstützung brauchen. Also wie gesagt, Code 1 ist normale Einsatzfahrt. Könnte auch zur Verfügung stehen, falls irgendwas wäre. Wenn ich zum Beispiel einen Code 3 durchgebe, das heißt, mit Einsatzhorn zu fahren. Das heißt, das wäre Code 3 zum Beispiel. Verlockt natürlich auch, einfach mal auf den Knopf zu drücken und eine kleine Spritze zu machen, oder? Das verlockt sehr schön, vor allem, wenn man danach eine Sanktion bekommt. Oh. Okay. Deswegen das Detective Büro, wie Sie wissen, leer? Ob ein Fahrer da ist? Nee, ist keiner da. Herr Rüge, hier ist Simon Detlef vom NSPD und zwar, ich habe hier mitten auf der Fahrbahn ein Mobil gefunden. Ich würde ihn da ein SP schicken, dass wir da eine Einheit am besten schicken, dass das Fahrzeug so schnell wie möglich abgeschleppt wird, weil das steht mitten auf dem Highway. Ist in dem Dienst denn, wenn ich fragen darf, schon mal was passiert? Also eine Schussverletzung oder? Ich hatte erst letztens hatte ich das gehabt, da hatte ich Durchschuss in der Nähe des Bauchbereichs gehabt. War aber zum Glück kein wichtiges Organ und keine innere Blutung gewesen. Oh, Gott sei Dank. Und einmal wurde mir in meinen Hintern geschossen. Oh, weia. Ja, da fragen Sie nicht. Das ist gar nicht so lustig, wie Sie sagen. Nee, das glaube ich. Aber hat man Ihnen ein nettes Sitzkissen spendiert? Ich habe nur gemeint zu meinen Kollegen. Also ein Loch da hinten reicht mir eigentlich. Ja, fahren wir mal hoch an die Mauer. Da drüben ist das sogenannte Outlaw-Gebiet, das gesetzlose Gebiet. Oh. Da fahren wir als Spendi gar nicht rein. Ja, aber es gibt ja vermutlich für mich, also für Zivilisten, nicht unbedingt einen Grund, da hochzufahren, oder? Nee, nicht wirklich. Ja. Außer sie wollten irgendwie Illegales machen oder sonstiges. Nicht unbedingt. So, dann könnte, guck, schauen Sie, hier ist der Übergang. Und da kann man hier zum Beispiel auf die andere Seite fahren. Und die Army überwacht dann natürlich. Ah ja, okay. Ich muss auch allgemein, ich war total überrascht, der erste Kunde, so möchte ich ihn heute mal nennen, den wir heute hatten, der zu schnell unterwegs war, der war ja am Anfang, der war ja völlig außer sich, der war ja super aggressiv und ich habe dann schon das Gefühl, dass durch ihre besondere Art und Weise die Leute auch selber so ein bisschen zur Ruhe kommen, weil er ja dann wirklich auch komplett zurückgerudert ist. Also wie gesagt, es geht immer darum, so gut wie möglich das Ganze zu schlichten und wir sind ja auch dafür da, um diese Sachen natürlich Ach, Detlef! Oh, nicht schon wieder, ey! Nicht schon wieder, ey! Alles okay? Au, geht's Ihnen gut, Herr Bergmann? Ja, ich glaube schon. Ach, du Scheiße. Es ist schade, dass du unser Auto jetzt hier Wale befördert hast, aber. Guten Abend. Ich hab irgendwie Probleme mit meinen Augen. Ach, du Scheiße. Oh Gott, das waren jetzt aber nicht wir hier, oder? Mit dem Herrn. Und? Alles gut? Herr Bergmann, geht Sie nicht auf. Ja. Gut. Das war nicht Sie, das ist schon vorher passiert. Okay. Eieiei. Ich glaube, es geht bei mir. Herr Bergmann, bei Ihnen ist wirklich alles in Ordnung. Ja, es war jetzt nur sehr überraschend. Ich bin froh, dass die Autos von uns mittlerweile so gut geschützt sind. Oh ja. Angenehm Abend. Ebenso, danke. Danke, tschüss.
Doch, jetzt kommen wir aber zu C19. Oh, weia. Highway 2, C19. Da haben sie jetzt aber gegen Ende nochmal für ordentlich Action gesorgt. Ja, das ist wie bei Cobra 11. Kennen Sie das? Ja, das kenne ich. Können wir noch einmal hier eine Runde um den Würfelpark fahren? Einfach um nochmal, weil ich den normalerweise sehe ich den hier nur aus der Entfernung, wenn mir wieder kurz davor das Handy abgezogen wurde. Aber jetzt würde ich doch mal gerne hier an dem Streifenwagen gerne mal eine Runde drehen, um schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Was denn da so los ist? Ja, genau. Die Kollegen sind auch schon vor Ort. Das wundert mich nicht. Ja, ist eigentlich ganz ruhig heute, oder? Ja, ist ja noch nicht Primetime, ne? Ach du Scheiße. Das sieht ja richtig nach einem Unfall aus hier. Mhm. Aber keine Person. Vorsicht! Oh, den habe ich gerade. Ach du Scheiße. Den schnappen wir uns. Hier spricht das alles mit dir, aber mit dem Burrito fahren Sie hier vorne rechts hin. Bleiben Sie einmal stehen. Einmal auf den Bordstein bitte treten. Auf den Boden? Ja, auf die Seite, genau. Runter. Kommen Sie rein. Was hast du gemacht? Rote Ampel gefahren. Oh. Was denn? Ja, gut, sag erstmal der Herr, mein Name ist Simon Detlef, ich bin vom SPD, der Herr links neben mir, das ist unser Praktikant, der Herr Bergmann. Guten Abend. Dass der Wagen gerade wieder wegfährt, ist okay, Herr Detlef? Nee, ist nicht, ist... So, ja. Der Herr, bleiben Sie mal hier. Begründung. Sie wollen jetzt nicht wirklich wegfahren, oder? Bleiben Sie hier. Ich habe hier Dame, der Herr. Julius. Wollen Sie den stehen lieber verfolgen? Ja, der hat den gerade abgedrängt. Der hat einen Unfall da hinten gebaut. Ich habe den Namen von dem Herrn. Ich habe das Kennzeichen mir gemerkt. Okay. Also wie gesagt, wir sind immer noch hier bei Ihnen. Und zwar geht es darum, dass Sie, wie gesagt, keinen Führerschein haben. Sie dürfen ohne Führerschein hier im Staat nicht fahren. Herr Bergmann, würden Sie einmal den Burrito einsteigen und hier vorne rechts auf den Parkplatz fahren? Ja, natürlich. Da kommen Sie gerade mit. So. Dann einmal einsteigen. Hast du ein hübsches Gesicht? Danke. Sie haben sehr schöne Haare. Aber jetzt strengt euch mal an hier mit dem Führerschein. Da hast du ein gutes Erfolgserlebnis. Muss keine Angst mehr. Was für Erfolgserlebnis? Ich kiff ein und danach bin ich Opfer. Ach, Quatsch. Nein, Sie backen das schon. Hey, ich wünsche Ihnen dann. Ne? Schönen Abend noch. Schönen Abend, macht es gut. Tschüss. Entschuldigung, ich brauche Hilfe. Ja, bitteschön. Was gibt's denn? Ich war bei dem Würfelpark, da waren so zwei Männer, die haben mich die ganze Zeit beleidigt und so, und dann habe ich halt, nicht beleidigt, aber ich habe denen gesagt, soll mich in Ruhe lassen, dann die haben die Waffe gezogen, ich bin weggerannt, und dann habe ich mir ihr Auto schnell geschnappt, damit ich hier abhauen kann. Ist das das Fahrzeug von den Herrschaften? Das ist das Fahrzeug von den Herrschaften, ja. Warte, das war ganz kurz. So, hier drinnen sind sie erstmal sicher, ne? Ich bring das Fahrzeug mal ganz kurz. Na, Benz. Hallo, ich habe dich gar nicht gesehen. Ich bin nicht voll unter der Adrenalin. Guten Abend. Ja, alles gut, alles gut. Ich bin nur Beobachter heute Abend. Geht's dir denn gut? Jetzt geht's mir besser. Ich hatte gerade Angst um mein Leben. Das glaube ich. Ja, der Würfelpark ist auch wirklich ein hartes Pflaster. Sie haben gesagt, die haben geschossen, ne? Die haben geschossen, ja. Als ich gerade mit dem Auto da vorbeigefahren bin, haben die geschossen. Ich weiß nicht, ob die zu einer Gang gehören. Ich glaube, die gehören in einen Gang. Die haben alles weiß angehabt. Wie ist der Plan, Detlef? Der Plan ist, dass ich für den Herrn erstmal eine Akte fertige und dann kann er ja im Endeffekt dazu sich äußern. Erfahren die dann, wer ich bin? Oder habe ich Nein, Schutz? Das erfahren die nicht, weil sie auch nicht wissen, wer zum Beispiel das gewesen ist, der sie da verraten. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich heute Abend hier auch mitfilme, deswegen ich verzehre dann mal ihre Stimme und ihr Gesicht am besten. Ne? Super, vielen Dank, danke schön. Dann ist die Akte fertig. Na, schauen Sie mal hier. Ja, der Mercedes ist von PD. Ah, okay. Gut, falls was sein sollte, einfach ein SP da die Polizei sofort schicken. Mach es. Ja. Angenehme Nacht noch. Danke, wünsche ich auch. Ich hoffe, Ihnen hat es soweit heute gefallen. Wahnsinnig gut, auf jeden Fall, sehr aufschlussreich. Wie gesagt, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, können wir noch kurz ein bisschen durchgehen. Ja, ich würde Sie viel, viel lieber auch wirklich gerne in den Feierabend, den wohlverdienten Feierabend entlassen. Ja. Und mich mal auf die Suche nach meinem Kollegen Herrn Pepperoni machen, ob es ihm gut geht. Ja. Herr Detlef, der Wagen hinter uns, ist das nicht, zwei weiße Personen, weiße Anzüge, passt das nicht auf die Beschreibung auch von dem... Warte, ja. Jojo. Mit dem... Wem gehört denn das Fahrzeug? Das gehört mir! Ich würde Sie einmal bitten, Ihre Hände hochzunehmen.
Das Auto gehört nicht mir. Ja, bleiben Sie lieber stehen, weil sonst wird es wirklich elektrisch. Bleiben Sie hier. Ansonsten muss ich Feuer aufziehen. Entschuldigung, ich muss los. Und... Vorsicht! Ui! Oh Gott, Herr Detlef! Ach, Scheiße, Kollege, alles gut bei Ihnen? Alles gut bei Ihnen? Fuck! Herr Detlef,